Ja, hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Boah, was ist mit meinen Anfängen in letzter Zeit los? In der letzten Folge haben wir Area 51 gemacht. Und ja, ich habe mir offscreen die ganzen Edelsteine da geholt. Ja, hat man jetzt natürlich jetzt nichts verpasst. Ich meine, der ist einfach durchs Ziel gefahren als erster. Hat sich umgedreht, so nach oben guckt, so, ja, Edelstein und dann raus. Also habt ihr nichts Besonderes verpasst. Ja, man die Animation, glaube ich, schon mal gesehen, als ich den Edelstein, alle Edelsteine, glaube ich, hatte. Oder habe ich die? Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich da in Secret-Dingern alle Dinger. So, und jetzt gehen wir noch nach Sphinxinator. Da wollte ich gucken, ob ich alle ja Kisten kaputt gemacht habe. Aber das scheint irgendwie nicht der Fall gewesen zu sein. Bei 96 Leben, 97 Leben. Boah. Denn als ich hier mal durchgegangen bin und versucht habe, alles kaputt zu machen, habe ich gemerkt, ich habe schon alles kaputt gemacht. Glaube ich. Ist doch schon wieder ein bisschen länger. Ich muss jetzt hier so nachdenken, so in Stille. Und ja, ich kann nicht warten. Wir sind da links diesen einen Geheimgang gegangen, wo ganz viele Leben waren. Und ja, das scheint es nicht gefehlt zu haben, aber ich habe gemerkt, was uns gefehlt hat. Und ja, ich glaube, hier war ich noch nicht, nachdem ich alle Edelsteine, alle farbigen bekommen habe. Wird schon gleich sehen, warum. Ja, geh doch mal durch, ne? Ja. So. So, ich grätsche nicht nochmal in dich rein, weil dann sterbe ich irgendwie. So, alle Kisten scheinen wir hier zu haben. Das war knapp. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass da oben ein Loch ist. Ja, geh weg. So, warte mal, was noch da ist. Ah, das Leben. Da brauche ich nicht. Ja, hier so ein Ding. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon aufgehoben, aber wird ja gleich sehen. Der kam jetzt auch nicht sofort bekannt vor, aber wie es sich herausstellt. Okay. Okay. Das ist gerade passiert. Alles klar, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Ich habe was sehr Schönes am Ende gesehen. So, Checkpoint. Ja, danke. Ich gegen die Wand geklatscht bin da. Oh, wie ich war schon platt, bevor das Ding zusammengegangen ist. Man kann ja auch nicht machen, mir geht noch ihr Leben aus, wenn er so weit geht. Ah, ihr blöden Affen. Ah. So, er stirbt. Nein! Boah! Oh, ist er kacke. Auf Screen bin ich ja durchgeratscht wie nix. Gehen wir aus dem Weg. So. Mal eben so. War schon wieder verdammt knapp. Geil. Rutsch. War schon wieder daneben. Gehen wir aus dem Weg. Und dann guck mal, was da Schönes auf uns wartet. Bams. Verdammter Dreck. Wie konnte ich den übersehen? Ich dachte eigentlich, hier hätten wir nur die Kisten verpasst. Aber anscheinend nicht. So, jetzt fehlen uns, glaube ich, nur noch drei Dinger. Drei Edelsteine. Und ein Relikt, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben 98%. Wir uns fehlen noch drei Edelsteine. Und ein Relikt. Und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, wo das sein könnte. Vielleicht da, wo die Motorradlevel war. Wo auch immer die jetzt war. Wir gegen das Alien-Dingen gefahren sind. Da konnte man zu so einer Geheimlevel kommen. Und ich weiß nicht, ob ich da schon das Relikt habe. Das ist ja wieder eine vollkommen andere Level. Wie die Level, die wir im Geheimraum gemacht haben. Also nehme ich mal an, hier muss man auch noch. Kann man irgendwie nur hier dahin? Das ist irgendwie komisch. Egal, werden wir ja sehen. Au. War übrigens gar nicht so leicht hier
den Edelstein zu bekommen von dieser einen Level. Überhaupt nicht. Ich hoffe jetzt auch, das war wirklich hier mit der geheimen Level. Links ist ja irgendwie so ein Alien-Zeichen, wo da hinkommen. Ich habe mich schon gewundert, wo die verdammte Strecke ist. Da. Bams. Aber ich scheint, das scheint man irgendwie überhaupt nicht hinzukommen, außer per diese Level hier. Ja, das hier. Die haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Keine Ahnung. Mach mal, weil ich weiß noch nicht, was für eine Zeit vorgegeben ist, aber wir können ja, aua, sobald wir Dingen aktiviert haben, immer wieder neu starten. Also die Glocke hier. Uhr, Glocke. Mh. Also ja, das hier müssen wir auch noch machen. Ich glaube, ich ignoriere das Ding. Ha. Ja, von hier aus. Jawohl. Ob ich da jetzt hingehe. Warte, muss man nämlich die Dinger, die Nitro-Kisten deaktivieren. Und dann nochmal zurück zum Anfang gehen. Irgendwie sowas. Ist ja gar nicht mehr. Oh Mann, was sind das? Komm. Wie kommt man denn da hin? Man soll jetzt nicht den Ausgang finden. War der nicht links irgendwie? Was hat keine mehr? Ich muss auf jeden Fall auf der anderen Seite sein, sonst wäre das irgendwie schwachsinnig. Kann ja nicht in der Nähe irgendwo sein. Und da muss man irgendwie per Sprung aktivieren, glaube ich. Verdammt. Das ist der Ausgang von dem Teil. Da habe ich mich jetzt nicht so reinfahren gesehen, aber okay. Meine Güte. Good grief. Aha. Schade, ist jetzt vorbei. Jetzt denke ich immer so, hä? Was dreht er? So, erstmal wäre jetzt klug zu gucken, wo das Ding überhaupt ist. Da nicht. Ist wahrscheinlich da, wo diese Höllenfalle ist. Ah, geil. Geil. Muss da sein, irgendwo. Das ist viel zu gefährlich, das muss irgendwie hier sein. Wie fliege ich jetzt nur in die Dinger hier rein? Ja, mal rechts lang. Steht irgendwie nicht. Aber knapp. Ja, nein, da gehe ich nicht durch. Aber wir wissen nicht, der Pfeil sagen, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Boah. Nicht, wo die Dinger sind, Mann. Und jetzt wieder auf der anderen Seite. Irre. Was ist das Kackding? Hi, na? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie habe ich es heute. Aber wenn ich wüsste, wo der Ausgang wäre, ganz ehrlich. Bei mir ist ja keine Karte oder so, ich bin ja voll verloren. Boah. So, ich verliere mal keine Leben, ja. Ich bin ganz Mist. Ich wollte das Spiel eigentlich heute zu Ende bringen, aber geht wohl nichts. Bäh, 2 Sekunden, geil. Ich glaube, ja, irgendwo außen. Ich komme ich natürlich auch irren. Ein paar Dinger hier. Was zum... Okay, das kann passiert schon wieder. Na, jetzt sind wir wieder hier. Was zum... Wo muss der Teil da sein?
Da, oder? Ihr seid nicht da. War nicht da gerade. So, jetzt einfach zum Ausgang wieder. Am besten durch die andere Seite. Weil da habe ich noch nichts eingesammelt. Ist auch gar nichts. Aber ist es gar nicht wert, egal. Jetzt irgendwo da rechts, da glaube ich. Nein, Mann. Das ist einfach, glaube ich, dahin. Ma. Ist der Ausgang. Wo ist der Ausgang, Mann? Nein. Oh, ist das doof. Ja. Ich würde deinen Weg nochmal zurückfahren. Das wäre, glaube ich, einfacher. Nein! Oh. Wir sind genau deswegen, habe ich die ganzen Reliktdinger hier rausgeschnitten, weil wer will das denn die ganze Zeit sehen? Ich die ganze Zeit versuche hier Level zu schaffen und dann immer wieder von Anfang an alles neu mache. Ich krieg noch nicht mal das Ding. Oh. So, nein! Boah! Was ist das dämlich? Oh. Nein, ist mal da lang. Ich krieg das Ding sowieso nicht da. Ich weiß auch nicht mal, warum ich das hier mache, aber... Da war knapp. So, hier ist das doch. Okay, dann einfach zurück. So, also den gleichen Weg einfach zurück. Mit ein paar Sekunden dazu wahrscheinlich. Jetzt einfach wieder da zurück. Wird aber klappen jetzt. So, da war ich am Anfang, genau. So, wo ist jetzt der Ausgang? Was, von der kam ich doch. War doch, glaube ich, am Anfang. Da, boah. Zeig mir doch mal Face mal so, damit ich halt sehen kann. Jawohl, ist auch hier. Reicht. Also, aber irgendwie kein Zeichen irgendwie, wo ich sehen kann, wo das Ziel ist. So, haben wir das auch erledigt. Haben wir alle Relikte. Geil, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Irgendein Bonus-Ending oder irgendwie sowas. So, Coco, und jetzt Tanz. Hot Coco. Ich auch blöd, dass man die Level von nirgendwo hier aufsuchen kann. So, wo fehlen uns jetzt noch welche? Hier. War nicht da, wo irgendwie die Kisten, wo ich die Kiste nicht kaputt machen konnte, weil, weiß ich nicht, waren noch so umrandet und ich musste irgendwie so ein Ausrufezeichen-Ding finden. Die Leute haben gar keine Ahnung, von was hier die Rad dreht. Ja. Nein. Ich eben so lang. So, ich muss alle Kisten kaputt machen und hier das Bonusteil bekommen. Da war doch die Level, wo ich hier nicht wusste, wo... Ja, wo hier so drei Dinger kaputt machbar sind. Das vierte habe ich irgendwie nicht gefunden, glaube ich. So. Zehn, okay. Machen wir schon. Geh weg. Und ich töte dich lieber. Weil ich irgendwie zurück muss oder so. Ich weiß nicht mehr. So, genau, da oben das Ding, da konnte ich nicht deaktivieren.
Reiten sowieso zurück, ne? Verdammt, warum habe ich den Typen am Leben gelassen? So, dann soll ich da unten das Ding vielleicht mal. Da brauche ich glaube ich gar nicht. Da warum habe ich den Typen am Leben gelassen? Genau deswegen. Dann wird's voll verwirrt. Was? Ich weiß noch, wie ich über den hier so seitlich rübergesprungen bin. In der Relikt-Herausforderung. So. Ja, na, versuch mal rauszuziehen. Das ist irgendwie immer so lahm. So, du. Warte mal. Ich hatte den eigentlich schon kaputt machen. Ich glaube, da war doch hier in der Mitte, ne? So, ich darf nur nicht dahinter den kaputt machen. Oder da oben werde ich wahrscheinlich dran kommen irgendwie. Ja klar, komme ich da dran. Ich habe ja die Bazooka. So, dann kann ich das Ding abschießen, hallo? So, und das Ding habe ich irgendwie nicht gefunden. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich habe auch in der Aufnahme irgendwie direkt danach nachgeguckt und habe da auch nicht gefunden, wo das ist. Nehme ich mal an, ich weiß ja jetzt, dass ich auch diese Plattform, da ist ja wieder eine, benutzen kann, um zurückzugehen. Also nehme ich mal an, das ist irgendwie am Ende der Level so. Und ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Yay! So ein Dreck! Besser wäre natürlich, wenn ich alle Kisten da bekommen würde. Weil dann habe ich hier direkt alle beide. Kannst du es wagen? Also wenn ihr so ein Ding seht, dann schreit. So ein Ausruf für Dingen. Hup. Was? Also jetzt sind die Gegner wieder alle hinter mir gespawnt. Falls ich zurück muss. Dreck. Okay, weg. Danke. Dann machen wir ganz easy. Ich dachte, relativ stressfrei. Ich weiß, was hier ich mache. Ich weiß, was ich hier machen muss. So. Nein! 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 Bams! Ich muss die Dinge doch erstmal aktivieren, Mann. Ja gut. So. Bams. So, dich ignorieren wir mal. Fupp. So, Bonusteilchen, geh weg. Das ist echt weggegangen. Was? So, genau so. Ja, zu dem Zeitpunkt hat man ja die Bazooka. Da muss man ja einiges damit machen. Verdammt. Man ist also nicht direkt broken. So, hier haben wir alle, gut. Also irgendwann muss ich hier ganz zurückgehen. Verdammt. Wir haben schon 51 Kisten. Ich glaube, ich hatte die Level so lang ist. Die war riesig. Die Level ist nicht lang. Die war riesig. Ich kann auch versuchen. Okay, die war eigentlich nicht schlecht. Und ich finde ich auch irgendwie die Plattform, die mich irgendwie zum geheimen Dingen bringt. Ja, wie zum Beispiel die Bams. Okay. Oh man, ich hoffe, danach geht die Level nicht schon zu Ende und wir haben noch 20 Minuten. Wir haben schon 20 Minuten. Oh, hier sind eine Menge Kisten, sehe ich gerade. Mache er sich kaputt? Daneben nicht.
Okay, das heißt, man muss hier irgendwann zurück. Boah, ich hoffe, man wird am Ende, am Anfang der Level wieder katapultiert. Das wäre irgendwie geil. Nachdem ich das Ding natürlich aktiviert habe. So, dö. Ja, gut, dass hier alles so grün gehalten ist. So im Stil des Edelsteins. Das ist irgendwie... Und dann ist er schon geil. Wie es aussieht, endet die Level. Verdammt. Oder auch nicht, danach geht's noch weiter. Oh, hi. Und das ist wahrscheinlich das Ding, was ganz am Anfang das Ding aktiviert. Geil. Oh, hi, ich bin wieder hier. Was? Da muss ich ein ganzes... Boah. Was ist das? Muss ich die ganze Level ja noch mal machen? Ich meine, Checkpoint am Anfang nicht aktiviert. So, jetzt darf ich aber nicht verrecken. Da wäre fatal. Jetzt kommt die erste. Ja, weiß ich nicht. Nein, warum ist der Checkpoint hier weg? Da habe ich praktisch jetzt. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Die Gegner sind noch weg, ne? Ja, glaub schon. Oh, hi! Na? Guck mal, also die restlichen Dinger, die ich anscheinend vorher nicht hatte. Offensichtlich. Ganz vorsichtig. So, hier war ich auch schon, ja. Boah, ich kann da noch mal reingehen. Ja. Mich auch. Und ich hoffe wirklich, die letzten 6 sind da. Und dann schrei ich, wie so vorher noch nie jemand geschrien hat. 1, 2, 3. Nein, sind hoffentlich auch 3. Jackpot. Du verreck. Du auch. Oh man, jetzt fahre ich an den. Ich sehe es doch kommen. Okay. Danke. So, dann fehlt uns noch ein Edelstein. Geil. Und das ist irgendwie hier in der letzten Level, so ähnlich wie in Crash Bandicoot 2. Wo man auf alle Edelsteine drauf muss. Eigentlich 100% haben, ne? Oder über 100%. Okay. Wir haben 99%, verdammt. Und es wird nur ein einziger Edelstein. Ein einziger Edelstein fehlt da. Und dann war's das. Boah, darauf erstmal speichern. Da brauche ich drüber ausgehen, weil kann ja alles möglich passieren und der geht trotzdem da rein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der wahrscheinlich letzten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow! Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.